Blüten, Leuchte, goldener Baum, Erdentraum und Himmelstraum. Blüh und leuchte in Ewigkeit, durch die arme Zeitlichkeit. Sei uns Bild und sei uns Schein, dass wir sollen fröhlich sein, fröhlich durch den süßen Christ, der des Lebens Leuchte ist. Sei uns Bild und sei uns Schein, dass wir sollen tapfer sein. Auf des Lebens Pilgerbahn, kämpfend gegen Lug und Wahn. Sei uns Bild und sei uns Schein, dass wir sollen heilig sein. Rein wie Licht und himmelsklar, wie das Kindlein Jesus war. Dieses Gedicht ist von Ernst Moritz Arndt. So, da bin ich schon wieder am Start. Ja, Tag 21, ich werd verrückt, ne? Ich habe schon wieder geguckt, ne? Die 21 ist hier und die mache ich jetzt auf. Das gleiche Spiel wie gestern. Ich bin im Moment echt hoch. Ich bin übersättigt an Schokolade. Ja, ich sehe schon, über die Weihnachtstage mag ich keine Schokolade mehr. Und trotzdem packe ich das hier aus. Ich kann die Schokolade zur Seite legen. Hier haben wir einen Schlitten und so sieht der dann, da ist er, ja, in dem Kalender aus. Ja, und ich würde sagen, wir machen direkt weiter bei Mones Adventskalender. Ja, da bin ich schon, ne? Guck mal. Ja, das ist, es wird immer näher und ich muss unbedingt noch Kleinchens Geschenke einpacken, ne? Unglaublich. Ja, es ist ja jetzt nicht mehr schwer, ne? Wir suchen die 21, da ist sie nicht, da ist sie auch nicht, da sowieso nicht. Und logischerweise ist sie dann hier. Und damit sehen wir uns gleich am Tisch. Trari, trara, da bin ich schon. Nein. Ja, schaut euch das mal an. Die 21 ist schon wieder so hübsch verpackt. Und guck mal, da hängt wieder so ein Schlitten dran. Ich fand den ja beim letzten Mal schon so toll und war ganz verzückt. Ich bin natürlich immer noch verzückt, ne? Und das wird ja bei mir alles wieder verwertet. Und auch, ja, auch die Schachteln werden bei mir wieder verwertet. Also das heißt, ich werde sie nicht umbasteln oder so, sondern ja, ich denke, im nächsten Jahr kann ich dann jemand anderen richtig glücklich machen. Ja, und mit Sicherheit werde ich dann auch erwähnen, dass die viele Arbeit nicht von mir kommt. Ne? Fairerweise macht man das ja so, ne? Ja, aber ich bin ja jetzt neugierig und muss wissen, was sich hier drin verbirgt. Es ist ganz, ganz, ganz leicht und ich glaube zu erahnen, was das sein könnte. Ja, passt ja jetzt zur Erkältungszeit hervorragend. Na, kommt ihr drauf? Erstmal fissel ich dieses Bändchen hier jetzt wieder auf, wenn es mich denn lässt. Der Schlitten ärgert mich ein bisschen hier, aber gut, ich krieg's schon auf. Na, komm. Und bist du nicht willig, benutze ich Gewalt. So. Nee. Es ist nicht möglich. Also manchmal, der ist gar nicht so festgezurrt, ne? Aber manche Knoten ärgern einen dann auf eine andere Art und Weise. Da ist der Schlitten schon mal ab. Die sind doch süß, die kleinen Schlitten, oder? Ich finde sie mega süß. Oh, jetzt geht's los. Also dieser, das hast du gut festgezurrt, Mone. Mhm. Und trotzdem, nein, ich will das jetzt nicht aufschneiden. Hat mir gereicht, dass ich einmal was aufschneiden musste, weil ich es nicht losbekommen habe. Ich will den jetzt nicht wieder aufschneiden. Und ja, mir fehlt hier mal ein Daumennagel. Ne? Ich musste den kappen, weil der mir leider böse eingerissen war. Den musste ich gestern oder vorgestern musste ich den kappen. Ja, fand ich nicht so lustig, weil ich brauche die eigentlich immer zum Basteln, ne? Die sind wie Pinzetten für mich. Aber gut. Ich krieg den Knoten auch so auf. Glaubt mal. Ne? Da. Tada. Es ist geschafft.
So. So, hier vorne drauf, ich wusste es, ja, da kommt es mir schon entgegengefallen. Hier oben drauf sind diese, ach, es sind in 3D hast du gemacht. Ah, ich dachte schon erst, ich denke, hä, das ist so fest. Okay, habe ich erst gedacht, das wäre so ein Holz-Embellishment, aber ich denke, nein, das ist viel zu weich dafür. Nein, es sind ausgestanzte Glocken, ist auch schön, ne, die so zusammen zu machen und eine davon dann in 3D. Sehr schön. Und hier, guck mal, hier sind diese niedlichen Taschentücher. Ich wusste doch, dass da Taschentücher drin sind. Und ja, als ich die bei Pahara gesehen habe, war ich neugierig und habe mir gedacht, sind alle Taschentücher jetzt mit diesem Fröhliche Weihnachten oder ist es nur die Verpackung? Weil es gibt ja so, ne, Mogeleien, gerade im Discounter gibt es diese Mogelpackung immer. Da denkt man, oh Wunder, was für tolle Verpackungen das sind. Und dann guckst du und, was ist das denn? Nein, aber hier haben sie alle die Sprüche drauf und das finde ich hervorragend. Die werden natürlich nicht zum Naseputzen benutzt. Ja, die werden dann verarbeitet im nächsten Jahr, ne? Das ist ja wohl ganz, ganz klar. Ja, Mone, vielen Dank. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Nicht für die Nase, no. Die werden verbastelt werden. Da du ja dafür gesorgt hast, dass ich für das nächste Jahr extrem viel basteln muss für Weihnachten, nö, kommen die ja wie gerufen. Vielen Dank mal wieder und ich sag mal, ja, wir sehen uns dann morgen bei Türchen 22.